Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute ist es wieder bei uns ziemlich, eigentlich ganz schön BMW-lastig schon wieder. E36, E92 M3. Finde ich mega geiles Auto. Überlege ich auch immer noch, ob ich mir einen zulege. 4 Liter Fahrer auch sauber. Der hat, glaube ich, nur Carbon-Schweller bekommen, dann Carbon-Spiegelkappen, Carbon-Frontlippe, ein KW V3 Plus. Ah, okay. Software, oder? Z-Performance, Downpipe. Der hat ein bisschen was bekommen. Nicht viel. Nicht viel, aber. Den Diffusor auch noch? Nee, ja, kommt noch. Acker. Aber heute geht es nicht um den, sondern heute geht es um den wunderschönen M2 Competition, der schon auf der Hebebühne steht. Den werden wir nämlich nachher zu Max seiner Partnerfirma trailern. Und warum, das werde ich euch jetzt mal erklären. Und zwar, ja, die originalen Abgasanlagen, da kommt, das ist übrigens Baujahr 2019, also neues Modell, kommt nicht so viel mehr hinten raus, können wir uns nachher auf jeden Fall auch gleich nochmal anhören, bevor wir den wegbringen. Der Max und seine Partnerfirma, die bauen eine neue Abgasanlage, dazu bauen sie die alte Abgasanlage runter und richten sich halt an, ja, an die, nach der Abgasanlage, wie es BMW schon verbaut hat, und die haben sich dazu entschieden, zwei Varianten fertigen zu lassen. Also wenn jemand von euch für einen M2 oder M2 Competition oder M4 wird es wahrscheinlich dann auch geben, oder? M3, M4, M2 Competition und M2 N55. Dann eine Abgasanlage haben möchte mit ECE-Zulassung oder ohne, könnt ihr euch dann bei Max lassen. Melden, nicht beim Max lassen. Es gibt einmal die Variante ab OPF, das ist dann die mit der ECE-Zulassung. Da wird wahrscheinlich der Mittelschaltdämpfer wegfallen, oder? Ja, das, wie gesagt, sind wir jetzt nochmal ein bisschen am Gucken. Wir müssen ja auch gewisse Richtwerte einhalten, aber lassen wir uns überraschen, ja. Die werden auf jeden Fall so ähnlich wie die Performance-Abgasanlagen, habe ich mir sagen lassen, weil die Performance-Abgasanlagen, die wurden ja verboten, nein? Die werden viel lauter und viel schöner. Viel lauter, okay. Ja. Die Hersteller dürfen die nicht mehr verkaufen. Wer noch eine hat, der hat's gut. Ich kann euch das hier unten nochmal kurz zeigen, erklären. Hier sind einmal unsere Cuts hier drunter, die sitzen direkt nach unseren zwei Turboladern. Dann kommt der OPF. Wie gesagt, da werden die Jungs eine Abgasanlage für den Track einmal ohne OPF bauen, nicht legal, und einmal ab OPF, legal mit ECE-Zulassung. Hier haben wir unseren Mittelschalldämpfer und hinten kommt unser Endschalldämpfer. So sieht jetzt unsere originale Abgasanlage aus. Wie dann die neue aussieht, werden wir auf jeden Fall zeigen. Das kommt alles in dem einen Teil, das werden wir alles mit in unser Video hier mit reinquetschen. Ich würde sagen, der Chef sagt jetzt noch mal was persönlich zu seinen Abgasanlagen, bevor ich hier alles erzähle, tausche mal fix. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Wir sind ja heute mal ein bisschen früher dran, wie man vielleicht so von dem Licht erkennen kann. Also ausnahmsweise mal ein Video, das nicht ab 19 Uhr stattfindet. Ja, Lisa hat schon viele richtige und interessante Sachen gesagt. Also Performance-Abgasanlagen sind ja demnach weg vom Markt. Ist auch nicht sicher, ob das noch mal kommt, beziehungsweise munkeln viele, dass es nicht nochmal kommt. Und da ich irgendwie der Meinung bin, dass die eine Abgasanlage zu teuer ist, viele werden wissen, um welchen Hersteller es sich handelt, die andere Abgasanlage günstig ist, aber sich schlecht anhört, wollte ich jetzt eigentlich genau das Mittelding haben und habe mich jetzt schon circa 2 Jahre damit beschäftigt, da irgendwie mal den passenden Partner zu finden, der das Ganze macht. Es ist ja auch immer ganz wichtig, dass man ja in dem Fall, wenn man eine Abgasanlage baut, eine Zulassung darauf hat, weil ohne Zulassung werden sich in dem Segment auch viele auskennen. Gibt es ja 1000 Anlagen, aber bringt halt bei uns leider nichts. Und deswegen bauen wir jetzt unsere eigene Abgasanlage, und zwar laut, mit Zulassung und gutem Klang. Und es ist nicht irgendwie eine zugekaufte Anlage, die dann einfach nur unser Logo trägt oder so, sondern diese Anlage wird von uns entwickelt und gebaut, bis es wirklich 1000% passt und dann die Zulassung gemacht. So, ja, viel gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Lisa hat schon alles Außer, dass der M2 jetzt unser allererstes Fahrzeug ist, was die Abgasanlage bekommt. Ja, genau. Also der M2 wird quasi entjungfert, kann man so sagen. Das ist unser erstes Promo-Testfahrzeug, an dem unsere neuen Abgasanlagen entwickelt werden.
M2 in 55 ist auch schon fast ready to go. Da haben wir allerdings kein Video gemacht, weil ja der M55 ja eigentlich ein altes, wie sagt man, nicht alt, aber ist älteres ja jetzt nichts. Ja, ist ein älteres Modell und jetzt nichts Neues mehr. Wird es dann aber auch geben. Und interessant ist halt, wie gesagt, bei dem neuen M2 hier mit den OPFs, was ich schon festgestellt habe, also das Auto ist brandneu, der hat gerade mal die Einfahrkontrolle hinter sich, wie man auch gut sehen kann. Das Auto ist 2 Wochen alt. Wenn Lisa mal mit der Kamera näher kommt, man kann wirklich sehr gut erkennen, also die OPFs sitzen hier, für jede Zylinderbank einen Filter, also ein Riesenfilter für 3 Zylinder, kann man so sagen. Und wenn man sich mal das Rohr anschaut, vor dem OPF und ab Downpipe, also quasi diese 1,20 Meter Mittelstück, das ist so brutal verfärbt, trotz dessen, dass das Auto komplett Serie ist und Downpipes drin hat, weil einfach vor diesen OPFs so ein extremer Hitzestau entsteht, dass das Metall so brutal erwärmt wird. Und wenn man dann mal guckt nach dem OPF, da ist es dann ganz normal golden halt. Und man erkennt eigentlich nichts mehr, dass es wirklich heiß geworden ist. Das ist für mich so als Tuner, Kfz-Auto-Enthusiast eigentlich ziemlich schwer zu verstehen, muss ich sagen, gerade bei Benzinern, warum man sowas da reinbaut. Aber naja. Ja, das war's von mir. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir bei meinem Partner sind. Das Auto abladen, der wird nämlich getrailert. Wohin ist geheim und zu wem ist auch geheim. Und ich übergebe jetzt wieder an Lisa. So, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon fast alles gesagt. Also ich würde mir jetzt noch mal kurz den M2 Competition mit euch zusammen angucken. Von unten haben wir uns ja jetzt schon angeschaut. Ansonsten ist das Auto so weitestgehend original. Kriegt ja noch irgendwas anderes von dir? Nee, der bekommt ja noch ein bisschen kleine Sachen, rote Knöpfe, ein paar Carbon-Teile. Carbon-Teile sind immer gut. Ja. So, wir schauen uns das Auto jetzt gleich mal an. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Kamera wirkt, aber die neuen M2, die haben ja dieses Hockenheim-Silber drauf. Könnt ihr ja mal schauen. Schaut, glaube ich, auf der Kamera vielleicht ein bisschen aus wie weiß, oder? Oder packt es die Kamera? Weiß-grau, so eine Mischung. Weiß-grau ist auf jeden Fall ein richtig schöner, schicker Wagen, finde ich auch cool. Macht, ich bin ja immer noch so M4, aber der hat ja genau denselben Motor drin. Bloß wir haben ja 410 PS im M2 Competition und das ist ja derselbe Motor, der auch im M4 oder M4 Competition ist. Das ist nämlich der S55 mit 3 Liter 6 Zylinder Turbo, 2 Turbolader, haben wir ja vorhin unten schon gesagt. Bloß der M4, der hat Biturbo. Bloß der M4, der hat 431 PS, sagt die Competition-Variante 450 PS. Den haben sie ein bisschen gedrosselt. Wäre ja, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn der M2 mehr PS hat als der M4. Aber ich denke, wenn Max seine Software drauf machen würde, dann läuft er dann auch gut. Ja, die laufen so schon gut, aber ja. Ja, wäre trotzdem blöd, wenn der M2 schneller ist als der M4, oder? Ja. Ansonsten, ja, alles komplett neu. Finde ich immer sehr schön, wenn es da drinnen noch so schick und unbenutzt aussieht und nicht dreckig ist. Dann würde ich sagen, laden wir den auf und dann geht's los. Auf geht's. Was ich jetzt noch komplett vergessen habe, wir wollen uns den ja jetzt noch mal anhören, wie er sich vorher anhört. Einmal hören wir uns jetzt an im Kaltstart, dann werde ich mal kurz auf und abfahren und dann hören wir uns an, wie er sich anhört, wenn er warm ist. Auf geht's! Schade, oder? Kommt irgendwie nicht so viel hinten raus. Ich würde sagen, ich fahre den jetzt mal warm. Wir hören uns den im warmen Zustand nochmal an, weil kalt möchte ich das Auto nicht treten. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Wollen wir uns den E92 M3 nochmal anhören?
Mal gucken, ob der lauter ist. Jetzt haben wir ihn warm gefahren, jetzt hören wir uns den einmal an mit Klappe zu und einmal mit Klappe auf. Erst Klappe zu. Also für mich persönlich wäre zu leise, aber das ist ja immer Geschmackssache. Und dem Kunden ist es auch zu leise, deswegen. Und allen anderen ist es auch zu leise. Naja, es gibt ja Leute, die sagen auch, mich stört das nicht. Aber uns ist es zu leise, deswegen auf geht's zur neuen Abgasanlage. Zu leise? So, wir sind jetzt gerade angekommen. Und wir haben auf dem Weg schon ein paar coole Autos gesehen. Verraten wir eigentlich so ungefähr, wo wir sind, oder? Nö, okay, gut. Also M2 ist jetzt angekommen, der bleibt dann so lange hier. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal rein und schauen, was die Jungs da drinnen Schönes machen und wie die ganzen Abgasanlagen gebaut werden. Aufpassen, wie wir uns drehen, weil hier stehen ein paar Projekte drin, die nicht abgefilmt werden dürfen, auch ein paar Abgasanlagen, die wir nicht zeigen dürfen. Und ja, die Leute möchten auch nicht gefilmt werden, also ja, werden wir euch so ein bisschen was zeigen, wie die Leute so arbeiten. Max hat vorhin schon für euch gefilmt, wie unsere M2-Abgasanlage vom M2 Competition geschweißt wird. Und ja, wir schauen jetzt uns einfach noch ein bisschen in der Halle um, um euch einfach noch ein paar Eindrücke von der Halle zu geben. Und dann geht's wieder heim. Und dann in 2-3 Wochen holen wir unseren M2 wieder mit der neuen Abgasanlage ab. So, hier sind die ganzen Schweißerkabinen und in einer von den Kabinen liegt unsere M2 Abgasanlage. Die haben wir ja vorhin schon mal abgefüllt. Und hier seht ihr die ganzen Materialien, Endschalldämpfer und was die ganzen Jungs so brauchen, um die ganzen Abgasanlagen. Die machen unter anderem noch Ferrari, Porsche, Lamborghini, BMW, Audi. Das machen die alles hier. Schauen wir einfach mal uns ein bisschen um. Im Hintergrund habt ihr jetzt gerade eben schon gesehen, da liegt unsere Anlage, das ist der Prototyp und da schauen die Jungs dann, ob die Anlage zu laut und zu leise ist und dann geht die Anlage zum TÜV, dann geht die Anlage einmal zum TÜV, um zu schauen, okay, passt nicht, gerade wegen den Dezibelwerten, dass sie nicht überschritten werden. Dann hoffen wir, dass der Kunde zufrieden ist und es ordentlich scheppert. Ich melde mich auch nochmal zu Wort, ist ziemlich laut hier. Aber für Leute, die auf Abgasanlagen allgemein und Edelstahl und Schweißen und das Ganze stehen, ist es hier brutal, muss ich sagen. Wenn die Lisa mal nach links schwenkt, hier liegt wirklich alles. Egal, ob Aventador oder neue RS5, RS6, also Entwicklung und so weiter. Richtig, richtig geil. Zu unserer Abgasanlage nochmal. Also es ist jetzt ein Prototyp, der geschweißt wird. Natürlich mal, um grob schon mal einen Richtwert zu haben. Leider können wir jetzt natürlich nicht jeden Tag hier sein, weil wir auch eine gewisse Zeit herfahren müssen. Ja, überlassen den Großteil den Jungs und wenn es dann an die Feinabstimmung kommt, dann muss ich wieder hierher. Wir machen das zwecks Klanggeschichte und TÜV. Soll ja auch irgendwie eine EWG-Zulassung bekommen, aber das ist ein anderes Blatt Papier. Genau, der M2 bleibt jetzt da, es dauert jetzt circa 2 bis 3 Wochen mit Abnahme. Trailer bleibt auch hier stehen und wir machen uns jetzt wieder auf in die Firma. Gibt noch ein paar coole Eindrücke und dann sehen wir uns bald.
Wetter, haben wir den M2 weggebracht. Heute ist schönes Wetter, 3 Wochen später. Wir holen ihn ab, Abgasanlage ist fertig. TÜV wurde gemacht, Downpipe, Abgasanlage hat das okay bekommen vom TÜV. Und ich würde sagen, quatschen wir nicht lange rum, schauen wir uns die neue Abgasanlage vom M2 Competition mal an. Carbonendrohre lächeln uns auf jeden Fall schon mal an. Lässt ihn mal hoch und dann erklärt euch Max mal seine neue Abgasanlage. Ja, heute ist endlich der Tag, auf den ich jahrelang gewartet habe. Meine erste eigene Abgasanlage. Selber ja, das Klangbild entwickelt und gemacht und getan. Ja, natürlich für den M2 Competition. Einfach weil das ein brandaktuelles Auto ist und gerade auch wegen unserer OPF-Variante und so. Fand ich es herausfordernd, sage ich mal, was Cooles zu bauen. Ich weiß, es gibt diese Abgasanlage und diese Abgasanlagen, aber bei der einen sagt mir der Preis und der Klang nicht zu, beim anderen der Klang und der Preis nicht zu. Das ist immer, es gab immer was, ja, was mir nicht gepasst hat. Deswegen heute unsere eigene Abgasanlage. Wie Lisa schon gesagt hat, das ist eine EWG-Variante. Das heißt, die Anlage könnt ihr draufbauen, steckt hinten die Stecker an für die Stellmotoren. Und das hat sich. Also es gibt ein Papier dazu, ins Handschuhfach, Thema erledigt. Klappensteuerung können wir uns auch mal angucken. Das passiert hier links und rechts über die beiden originalen, schon vorhandenen Stellmotoren. Also man muss nichts umbinden, verlängern oder irgendeinen komischen Unterdruckanschluss legen, wie es auch in manchen Varianten gibt. Ja, dann Anbindepunkte von Aufnahmen ist auch alles original. Ja, soweit so gut. Genau, es gibt dann noch das Plus für Autos, die zum Beispiel auf dem Track fahren, noch lauter die Variante wollen, die OPFs raushaben wollen, haben wir hier. Das ist das Teil hier, das ist die sogenannte H-Pipe. Diese H-Pipe ersetzt unseren Mittelschalldämpfer. Richtig, das heißt, das Einzige, was wir dann haben, ist OPF und wenn dann die Klappe auf ist, dann ist Straight Pipe. Ich muss dazu sagen, das ist nicht die EWG-Variante, das heißt, natürlich gibt es die Anlage mit Zulassungspapieren. Das ist dann natürlich etwas lauter, was nicht vom TÜV abgenommen wurde, aber ja, ist dahingestellt. Ja. Und dann gibt es nochmal eine Race-Variante, da bieten wir das komplette Vorderrohr bis nach hinten auch mit der H-Pipe an, das heißt OPF-Entfall. Da gibt es dann auch noch bald eine extra Box dazu, die den OPF ja, unterdrückt, ohne dass das Auto in den Notlauf geht. Allerdings würde ich sagen, die Box zeigen wir auch dann später in der Werkstatt, da ist Lisa dann auch wieder dabei. Wir filmen das hier noch kurz ab und dann gibt es jetzt erstmal was auf die Ohren. Ich schaue mir jetzt mit euch trotzdem nochmal die Anlage an. Also die Anlage geht jetzt ab den OPF, das sehen wir hier. Schön. Hier sieht man auch noch schön, der OPF ist noch schön verfärbt. Bis hierher ungefähr geht die ganze Hitze. Und ab unserer Anlage haben wir nicht mehr so viel Hitze, so wie es ausschaut. Die ist übrigens aus Edelstahl. Der Mittelschalldämpfer hat sich, glaube ich, ein bisschen verkleinert, oder? Im Gegensatz zu unserem originalen Mittelschalldämpfer können wir uns mal ganz kurz angucken. Ja, das ist der Original. Das ist der Original. Da sieht man auch noch schön, der war auch noch schön verfärbt. Also die haben die Anlage schon mal ordentlich heiß gefahren, haben sie gesagt. Und sie hat sich noch nicht... Das Problem sind halt die zwei Kameraden, ne? Ja. Aber da bieten wir auch eine Lösung an. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, unseren Mittelschalldämpfer, der sich ein wenig verkleinert hat und ja, innen drin ist jetzt auch nicht mehr so viel, was unseren Geräuschpegel senkt. So, und dann geht es vom Mittelschalldämpfer, wenn die Klappen offen sind, gleich direkt raus. Wenn ihr die Klappen dann schließt, dann geht es nochmal durch unseren neuen Endschalldämpfer. Die Sonne, die blendet mir gerade so krass ins Gesicht. Der Endschalldämpfer hat sich auf jeden Fall auch verkleinert und die Form hat sich auch verändert. Hier haben wir haben die Jungs ein bisschen den Diffusor angepasst. Also man sieht, wenn das Auto dann abgelassen ist, ich glaube nur ein Stückchen von der Unterseite vom Endschalldämpfer. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, auch gerade mit den 100 mm Carbon-Endrohren. Schaut schon geil aus. Aber ich möchte die Anlage jetzt langsam mal hören. Ich würde sagen, lass mal ab und dann geht's los, oder? Ja, würde ich auch sagen. Und dann hören wir auf jeden Fall mal im Stand und unter Last. Mm-hmm.
Und, wie hört sich's an? Ich finde, die hört sich geil an. Ich finde sie gut. Zurück im Laden, heil angekommen, Auto ist da, Lisa steht jetzt hinter der Kamera. Einfach nur, weil ich noch ein, zwei Sätze dazu sagen muss, dann übergebe ich wieder an Lisa. Das Auto hat eine originale Klappensteuerung. Diese Klappensteuerung ist aber prozentual geregelt. Das heißt, diese Klappe macht nie 100% auf und nie 100% zu, sondern immer so im Teillastbereich, im Vorlastbereich, 50-60-70%. Da mir persönlich das zu blöd war und vielen anderen auch, haben wir zusätzlich so eine kleine Box entwickelt, die Klappe am Lenkrad, man kann mir kurz herkommen, wie ich das mal zeigen. Wir können die Boxen, hier können wir sogar hören, am Lenkrad auf und zu machen. Das ist aber an sich nichts Neues, sondern das Beste daran ist, die Box hat eine zusätzliche Software, die ihr euch auf den PC ziehen könnt. In dieser Software könnt ihr zum Beispiel die Start-Stop rausmachen oder halt einfach durch das Setzen eines Hakens entfernen. Dann das aktive Soundmodul im Innenraum, was jetzt beim M2 Competition ja für manche ein bisschen nervig ist, das kann man auch damit entfernen. Natürlich genauso umgekehrt, ich setze den Haken, mache den Haken wieder weg und das Ganze funktioniert wieder. Ist ganz cool, weil man nichts falsch machen kann. Plus, man kann die Box auch auf einem Auto-Mode laufen lassen. Stopp. Die Abgasklappen, man kann die Abgasklappen auch in einem Auto-Mode laufen lassen. Das heißt, ihr könnt euch selber am Computer konfigurieren, von welcher Drehzahl, von wann bis wann das auf und zu gehen soll. Genau. Dann gibt es noch eine ganz coole Sache, weil wir vorhin gesagt haben, OPF fliegt dann raus. Es ist ja bei den Autos so, den kann man nicht einfach rausmachen und es ist alles gut, sondern das Auto geht sofort in den Notlauf, man kann das Fahrzeug nicht mehr bewegen. Um dem entgegenzuwirken, haben wir zusätzlich noch eine Funktion entwickelt, die jetzt allerdings noch nicht verkäuflich ist, wird noch 2-3 Wochen dauern, in der diese Box den OPF ja vorgaukelt. Das heißt, wir haben keine Check Engine oder Motorkontrolle, wir haben keinen Fehler im Fehlerspeicher, wir haben ja keinen Motornotlauf. Plus, BMW sieht es nicht, wenn der OPF raus ist, natürlich nur optisch, das muss dann jeder für sich selber entscheiden, aber es ist ganz cool, denn man muss nichts an der Software machen, an dem Auto, sodass dann die Werksgarantie erlischt. Und ja, denk mal, da werden wir nochmal, wenn das Teil fertig ist, nochmal eine extra Folge dazu drehen. Das war's dann von mir, ich übergebe nochmal kurz an die Lisa. Was wir vergessen haben zu sagen, bevor das Video zu Ende ist, weil es mir gerade aufgefallen ist, weil ich schneide nämlich jetzt die Videos selber in unserem neuen Büro. Und ich wollte sagen, dass wir auf der Essen Motor Show sind und zwar am 30.11. und 1.12. sind wir mit am Stand von der Tofu Garage und verschenken dort wieder fleißig Poster, eigentlich genauso wie das letzte Jahr. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dort besuchen kommt. Die liebe Johanna ist auch dort. Ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Gebt auf jeden Fall Feedback, wie ihr den Klang vom M2 fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!